italienischen Staatstheatern. Gestern Abend hatte Verdis Oper Rigoletto Premiere. Eine große Oper in einem Industriedenkmal. Kann das überhaupt funktionieren? Zum ersten Mal sah man die Oper nämlich im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Rigoletto, verhasster Hofner und liebevoller Vater. Seine Tochter hält er im Glaskasten, fernab vom richtigen Leben. Schützen tut das den zarten Nachwuchs nicht. Das Mädchen wird entführt. Giuseppe Verdi schrieb die Oper vor 150 Jahren als Kriminalgeschichte über die Willkür an einem herzöglichen Palast. Von dem ist in dieser Inszenierung nichts mehr zu sehen. Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird Rigolettos Tochter nach einer unschönen Intrige aus Machtspielchen und Sexgier zwischen riesigen Turbinen und Schwungrädern ermordet. Das hat schon im Vorfeld für großes Interesse gesorgt. Regisseurin Dagmar Schlingmann versetzt die romantische Oper in ein Industriedenkmal. Die ganze Gebläsehalle wird zur Bühne. Für Publikum, Sänger und Orchester heißt das, nach der Pause umziehen. Es geht an einer ganz anderen Stelle in der riesigen Halle weiter. Der dritte Akt spielt ja schon bei Verdi in einer verödeten Gegend. Also es ist ja auch so, dass als Verdi die Oper geschrieben hat, gab es die Industrialisierung bereits. Das war auch ein Riesenthema in der Zeit. Und irgendwie finde ich, diese Verbindung stellt sich für mich ganz organisch her. Also ich habe den dritten Akt dann auch wirklich nochmal in die Maschinen hinein verlegt. Und aus dem Hochadel bei Verdi wird Hüttenadel. Der Herzog ist ein steinreicher Großindustrieller und hat ein fieses Hobby. In seiner Freizeit jagt er Frauen. Mutig ist die Inszenierung und kommt an. Dass das Orchester an verschiedenen Orten saß, ist mal was ganz anderes. Das Orchester rechts, ich saß also links, rechts von mir zu hören, zu sehen. Und die Bühne dann direkt vor uns war super. Die Arbeiter leiden an der sozialen Verantwortungslosigkeit der Chefs. Verdis Adelsgeschichte funktioniert prächtig in der Industriegesellschaft. Nicht nur das ist eine nüchterne Einsicht. Die sitzen waren, wie sie hat. Aber es war machbar, dafür war die Vorstellung gut. Auch musikalisch ist dieser Rigoletto toll. Herausragend, Sofia Fomina. Die sollte man sich anhören, bevor sie in Kürze das saarländische Staatsoper